Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Wie eminent politisch Kunst sein kann, beweist ein Tafelbild von Johann Stefan Decker, das er nach 1821 malt, und zwar als Darstellung des Herrschers, des Kaisers, der in eine Form gebracht wird, die uns verrät, dass es ein propagandistisches Werk ist. Kaiser Franz II. Nach 1806 Kaiser Franz I. Was ist da passiert? Heute würden wir sagen, ein Putsch, ein Staatsstreich. Der Herrscher setzt sich eine neue Krone auf und begründet das Kaisertum Österreich. Das ist völlig Neues. Interessanterweise, Europa sieht zu, die ganze Welt lässt geschehen. Es ist eine Reaktion auf die unruhigen Zeiten, die Napoleon Bonaparte mit seinem kriegerischen Tun über ganz Europa und über dessen Grenzen hinaus auswirkend diese Monarchien unter Druck setzend in die Welt gebracht hat. Wie eine glühende Dampfwalze hat sich dieses militärische Talent Ländereien an sich raffend über die anderen hergemacht. Und so sieht nun der österreichische Kaiser, der da einst als Habsburger, auch Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, war genötigt, eine politische Entscheidung zu treffen, um zu verhindern, dass die Fälle davonschwimmen. Und nun sitzt dieser machtbewusste und machtkonzentrierende Kaiser Franz I. in seinem Arbeitszimmer in der Wiener Hofburg in einem ganz erstaunlichen Ambiente. Hochmodern im Sinne des Empire, umgeben von seinen Bücherschränken, an dem Schreibtisch von Schlichtheit getragen, daneben ein Schreibpult, der Kaiser, der Herrscher, der selbst Hand anlegt und nicht nur die Akten studiert, sondern auch durchaus Korrespondenz betreibt und beantwortet, sogar ein großer Papierkorb neben seinem Schreibtisch verrät uns, dass er ein für sein Volk brav und anständig wie ein Beamter tätiger Mann ist. So lässt er sich präsentieren. Er sitzt nicht in Livree oder in der repräsentativen Gewandung eines Herrschers, eines Kaisers, eines riesengroßen Vielvölkerstaates hier vor uns. Nein, er trägt den Frack. Nicht wie heute die Kleidung, die man beim Staatsball zur Schau trägt, ausnahmsweise sich ein bisschen verkleidend. Nein, es ist das Gewand des Bürgers. Und wenn wir diesen Raum auf uns wirken lassen, in seiner erstaunlichen Modernität, dann blicken wir auf diesen Spannteppich, der geradezu psychedelisch wirkt, mit seiner Musterung, die die Zentralperspektive betont und den Blick hinleitet auf die Verortung. Nämlich, wir sehen, wir sind in der Wiener Hofburg, also dem Machtzentrum seit mehreren hundert Jahren. Und dann diese charmanten, reizenden Details, die einen Herrscher zeigen, der, wie alle Habsburger, die Erlaubnis bekam, ein Handwerk zu erlernen. Kaiser Franz II., respektive bereits Kaiser Franz I., der sich diese neue Krone aufgesetzt hat, hat sich zum Gärtner ausbilden lassen, die Botanik fasziniert ihn. Er interessiert sich für Naturwissenschaften und wird auch wichtige Expeditionen in fremde Lande finanzieren, um dafür Sorge zu tragen, dass Samen, Pflanzenteile und faszinierendes exotisches Material kommt. Apropos, in dem kleinen Vogelkäfig am Fenster sitzt ein Kanarienvogel, ein Zuckervögelchen, wie sie genannt werden, von den Kanarischen Inseln, bereits die domestizierte Form in Gelb. Ein bisschen gar plump ausgefallen, wie eine kleine Taube sieht dieser Kanarienvogel hier aus. Aber er ist ein Verweis auf eine reale Situation. Johann Stefan Decker, der bei Jacques-Louis David in Paris ausgebildete Historienmaler, der von Metternich, nämlich dem Staatskanzler, der in Wirklichkeit für Kaiser Franz I. die Schmutzarbeit leistet und dafür sorgt, dass seine Augen und Ohren überall im Reich sind und die Revolution ja nicht ankommt, der Gott sei bei uns, dieser Monarchie. Er hat Johann Stefan Decker sehr gefördert und so wird er Karriere machen
auch mit hochpolitischen, propagandistischen Bildern, wenn Sie so wollen. Und dann sehen wir harmlos und liebenswürdig der Kaiser mit einem Kanarienvogelkäfig in seinem Arbeitszimmer. Heute noch können wir dieses, wenn Sie so wollen, Möbel, da einst Wohnstadt und Gefängnis für die kleinen Singvögel, Fringilliden, heute können wir dieses noch im Hofmobiliendepot im Original bewundern. Und darin sitzen als Präparate Bibi und Büberl, die beiden Lieblingskanarienvögel des Kaisers, die beide sehr, sehr alt geworden sein sollen, angeblich über 20 Jahre alt. So lässt sich ein Herrscher für das Volk im Sinne bester Kommunikationsarbeit darstellen. Setzen Sie sich der Aura dieses Bildes aus, das mit glattem Pinselstrich, mit einem Duktus, der so perfekt erzählend, austreibend eingesetzt wird, aus. Nutzen Sie die Gelegenheit.